Ja, hallo. Auch diesmal geht es wieder um Funktionen wie beim letzten Mal. Wir schauen uns heute an, wie man Parametern einen Default-Wert übergeben kann oder angeben kann. Und wir schauen uns an, wie man externe Parameternamen verwenden kann, die der eine oder andere schon von Objective-C kennt. Ich habe jetzt hier wieder eine Funktion, die zwei Parameter übergeben bekommt. Der eine, das ist ein Gruß und das andere ist eine Person. Und dann gibt er einen Gruß an diese Person auf. Und hier rufen wir jetzt diese Funktion auf. Say hello Joe. Und dann gibt er hier hello Joe aus. Was mir jetzt leicht passieren kann, ist, dass ich hier die Parameter verwechsle und dass ich als Gruß die Person und den Gruß ja, entsprechend umgekehrt angebe und dann sagt ihr hier Joe Hello. Das ist eine dumme Sache und um das zu verhindern, kann man in Swift externe Parametername einführen und ich kann dann zum Beispiel hier vor dieses Gruß, das ist ja hier der lokale Variablenname für diesen Parameter, da könnte ich jetzt davor nochmal Name schreiben, beispielsweise schreibe ich jetzt hier Message rein und für Person schreibe ich vielleicht mal To rein und dann kann ich das hier unten ändern. Also man sieht schon, es geht jetzt nicht mehr das normale Aufrufen. Ich muss jetzt diese Namen angeben. Ich kann dann angeben die Message ist Hello und das Ganze soll er zum Joe sagen. Das ist möglich. Aber hier gibt er noch einen Fehler aus. Wir müssen auch die Reihenfolge einhalten. Also ich bringe das wieder in Ordnung. Say message hello to Joe. Und an dem to Joe sehen wir, dass das Ganze ein bisschen sprechender wird. Also wir können das fast schon lesen wie einen Satz. Say hello to Joe. Ja, funktioniert hier auch soweit. Was mir nicht so gut gefällt, ist jetzt Message, Gruß, String, Two-Person, String. Hier oben habe ich ein bisschen durcheinander. Und das kann ich übersichtlicher machen, indem dass ich den gleichen Namen für extern und intern benutze. Aber da muss ich nicht Message, Message schreiben, sondern ich kann einfach hergehen und kann hier Message schreiben und hier einen Gartenzaun davor stellen und auch bei Person kann ich das machen, aber jetzt muss ich zuerst mal korrigieren, weil ich intern noch den Gruß verwendet habe. Das muss ich auf Message umstellen. Und hier oben mache ich das auch so. Ein Gartenzaun vor der Stu, vor den Parametername. So, und schon sieht das übersichtlicher aus. Also mit dem Hash sage ich, dieser Name soll nicht nur der Variablename sein von diesem Parameter innerhalb der Funktion, sondern das soll gleichzeitig ein externer Parametername sein. Ja, wunderbar. So könnte ich das Ganze aufbauen. Jetzt fällt mir aber noch auf, vielleicht ist die Message, vielleicht will ich die nicht immer angeben oder ich will hier bei dem To vielleicht einen Standardwert angeben. Das kann ich auch in Swift. Da mache ich hier oben einfach eine Zuweisung und sage, Standard ist Hello. Und beim der Person sage ich, das ist dann du, wenn ich da nichts anderes angebe. So, mein Beispiel funktioniert so noch. Und ich könnte jetzt hier unten den to Joe weglassen. Zack. Und dann sagt er, hello, du. Passt. Jetzt ist es aber so, wenn ich hier oben Parameter optional mache, dann kann ich diesen Hash auch weglassen, weil er mal die optionalen Parameter immer auch als externer Parameter angibt. Und hier vorne ist es genauso. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder den Hash wegmachen und das geht, weil ich mit diesem ist gleich hier eine Zuweisung eines Default-Parameters mache. Ja, gut. Soweit. Also, wir haben die Möglichkeit, nicht nur Parameter ja, rein von der Reihenfolge zu unterscheiden beim Funktionsaufruf, sondern wir können, wie der eine oder andere kennt es vielleicht noch von Objective-C,
wir können den Parameter Name, externe Name geben, die man dann auch beim Aufruf angeben muss. Und damit können wir das Ganze vielleicht ein bisschen übersichtlicher machen. Es ist ein bisschen mehr zu schreiben, aber das nimmt uns die IDE ab. Also Xcode ersetzt uns das Ganze und bietet uns Hilfen an. Ist eine nette Sache. Letztendlich bleibt es ein Stück weit Geschmackssache, ob wir das so oder so machen. Ja, probiert's mal aus. Konsumiert nicht nur die Videos, macht dieses Beispiel, schaut's euch an, probiert's. Ja, ich wünsche viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.